Warum hast du mich da hinuntergeschickt? Wenn Fürst Redrick den Tempel nämlich wirklich säubern lassen will, hätten sie die Knochen früher oder später gefunden. Sie hätten meine Lüge erkannt, als ich ihnen sagte, die Priester seien schon weggegangen. Und man hätte mich gehängt. Wirtan lässt die Schultern sinken. Ich weiß nicht, ob Redrick sie umgebracht hätte. Vielleicht würden sie jetzt noch in Kerkerzellen spachten. Vielleicht wären sie jetzt irgendwo im Reich und ich könnte nachts ruhig schlafen. Ich habe dir gesagt, wie es gelaufen ist, sagt Wirtan mit rauer Stimme. Ich habe ge dir gesagt, was geschehen ist. Jetzt bist du wohl an der Reihe, eine Entscheidung zu treffen. Für Wiedergutmachung ist es noch nicht zu spät. Wenn ich dich jemals wieder in Goldtal sehe, bist du ein toter Mann. Wirtan, du bist ein Feigling, aber das ist kein Verbrechen. Gib mir mein Geld und geh mir aus den Augen. Du hast dich der Gerechtigkeit lange entzogen, heute aber nicht. Ich will nur das Geld, das du mir versprochen hast. Der Rest ist deine eigene Angelegenheit. Für Wiedergutmachung ist es noch nicht zu spät. Wirtan hatte die Luft angehalten, atmete es aber aus. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Jahre sind jetzt schon vergangen. Was soll ich denn jetzt machen? Begrab ihre Knochen, versuche ein besseres Leben zu leben, als du es bisher getan hast. Wirtan betrachtet die sterblichen Überreste. Er fährt sich mit einer Hand durchs Haar und stößt abermals ein kehliges Atemgeräusch aus. Das mag ich nicht machen, das kann ich. Ich werde sie zuletzt in Ruhe legen und versuchen, ihnen irgendwie gerecht zu werden. Danke sehr, wirklich, dafür, was du getan hast, dass du mir eine zweite Chance gegeben hast. Ich werde sie gut zu nutzen wissen. Ja, wohltätig 2. Jetzt müssten wir irgendwann nur mal leidenschaftlich werden. Also, ja. Ich bin in den unteren Bereich des Tempels hinabgestiegen. Wenn Wirtan die Wahrheit gesagt hat, dann sind die Überreste der ermordeten Priester irgendwo hier unten. In der Schatzkammer erschien mir ein Geist und zeigte mir eine Vision dessen, was sich im Tempel vor vielen Jahren zugetragen hat und welchen Anteil Wirtan daran hatte. Wenn ich ihn damit konfrontiere, könnte ich einen gewissen Teil der gesamten Wahrheit erfahren. Die Vision, die ich in den Tiefen des Tempels sah, zeigte mir die Wahrheit über das Schicksal der Priester. Sobald ich Wirtan damit konfrontierte, gestand er mir seine Rolle. Er konnte nicht sagen, was ihn zum Schweigen bewegte, als der Tempel versiegelt wurde und die Priester so gefangen wurden, aber das Verbrechen scheint ihn immer noch zu verfolgen. Ich beschloss, ihn am Leben zu lassen. Vielleicht kann er im Laufe der Zeit mit seiner Tat fertig werden und Wiedergutmachung leisten. So, jetzt ist eigentlich nichts mehr offen, außer Fürst Redrick. Das heißt, wir gehen aus dem Tempel, den haben wir jetzt auch hinter uns. Rasten im Wirtshaus noch einmal. Da geht's ab durch den Esternwald zu Redricks Festung. How do you do? Hier ein Zimmer bitte. Dann rasten. Und wieder raus. Es sieht immer so aus, als ob das Spiel hängen würde, sobald ich auf den Ausgang von der Taverne klicke. Aber das ist ja nicht der Fall. So, das heißt ab in den Esternwald. Und vom Estern weiter und weiter zu Redricks Schloss. In einige der Bäume wurden seltsame Symbole geritzt, die sie rot und rau wie Wundschau die rot und rau wie Wundschorf sind. Zu Redricks Festung im Osten nach Goldtal im Westen. Hallo Reh. Gott!
So ein paar Wichte. Certainly. So, hier würde es weiter zu Redricks Schloss gehen. Oder Redricks Festung, besser gesagt. Das ist ja eine richtige Festung, nicht nur ein kleines Schlösschen. Ah, Jungs. Schwerspinnen. Klonk. So, hier sind noch zwei Hirsche. Hier war ja nichts mehr. Kampfstab, Helm, Kupferstück und noch mehr Goldrotbiem. Ach ja, und der Schild kann erstmal weg. Ich glaube aber, sobald ich Edea einen guten Säbel verabreichen konnte. Sobald ich Edea einen besseren Säbel verpassen konnte, kriegt er auch mal ein großes Schild. Ja, immer noch geschorfte Bäume. Mann, dass hier so verdammt viele Wichte rumstreuen, ist krank. Naja, hier stimmt, hier geht's hoch zum Friedhof. Und auf dem Friedhof gibt's Untote. Gott, auf dem Friedhof habe ich bis jetzt komplett vergessen gehabt, dass es den auch noch gibt. Schwert und mittleres Schild. Okay, machen wir erstmal hier alle. Menschliches Skelett, Amaunas Skelett, Orlanas Skelett. Mordaxt, Pike, Schwert, Gefäßknochen. I'd be glad to. They probably got one dug for me too. Hope they gave me a nice spot. Vermutlich haben sie ja auch für mich eins gegraben, hoffentlich an einer schönen Stelle. Und ja, das hier sind sozusagen die Credits. Beziehungsweise die Kommentare von. Entweder sind es die Entwickler oder es sind auch Baker, also die beim Crowdfunding. Many of these are quite recent. Someone's been busy. Viele davon sind ziemlich frisch. Viele davon sind ziemlich frisch. Jemand war hier ziemlich eifrig. Viele Leute sind erst im vergangenen Jahr gestorben und ich glaube nicht an einer Seuche. Ich würde sagen, Deothasia geht vor. Ah, oh, noch eine gute Arbalest.
So, das war's hier eigentlich auch großartig. Das hier ist der Friedhof. Und wie gesagt, auf den Grabsteinen stehen entweder Entwicklerkommentare oder Kommentare von Bakern, also von Crowdfundern. Gut. Damit hätten wir das auch erledigt. Der Esternwald ging ja recht fix. Und dann ab zur Redricks Festung. Mind having a word with our esteemed lord while we're here. Got some suggestions for him. Ich hätte nichts dagegen, mit unserem ehrwürdigen Fürsten zu plaudern, wenn wir schon hier sind. Ich habe einige Vorschläge für ihn. Der Wächter blickt dir finster ins Gesicht. Du hast hier nichts verloren. Fürst Redding lässt keine Besucher, Kaufleute oder erfahrene Unterhalter herein. Er lächelt höflich. Am besten kehrst du auf der Stelle um. Ich bin gekommen, um mit Redding zu sprechen. Geh zur Seite. Der Wächter schnaubt. Hast du etwas an den Ohren? Er zieht sein Schwert. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, umzukehren. Die Wächter drin werden nicht annähernd so freundlich sein. Der Wächter blickt dir finster ins Gesicht. Du hast hier nichts verloren. Ja. Dann gehe ich besser. Okay. Gut, wir hätten zwei Möglichkeiten, um in diese Burg zu kommen. Bei dem abgestandenen Wasser steigt ein übler Gestank auf. Also die erste Möglichkeit wäre, hier hochzuklettern an den Ranken. Und die zweite Möglichkeit wäre, wie Kolsk uns gesagt hat, hier hinten über die Abwasserkanäle. Aber erstmal hier St. Girans Horn einsammeln. Da wächst noch etwas Flussschilf. Frühlingsbeeren, von denen haben wir ja schon welche. Ja, das weckt Erinnerungen an den Anfang. So, und hier ist nochmal eine große Menge Flussschilf. So, und hier können wir in den Keller eindringen. Am Fuß der Außenmauer der Burg läuft aus einem Kanalgitter trübes und übelriechendes Abwasser in den Burggraben. Glitschige, vermooste Steine bilden eine gefährliche Brücke über das trübe Wasser. Vor dir versperren die Eisenstangen des Kanalgitters den weiteren Weg. Die Stangen sind mit Ruß überzogen und einige scheinen verbogen oder zumindest seltsam angewinkelt zu sein. Eventuell wurden sie genügend geschwächt, um sie mit entsprechenden Hilfsmitteln zu verbiegen. Ja, Brecheisen benutzen. Der kontinuierliche Strom feurigen Wassers gegen das Kanalgitter erschwert die Bewegung. Letztendlich schaffst du es, doch das Brecheisen zwischen zwei der stärker verrosteten Stangen zu stecken und kräftig zu drücken. Nur ist das Brecheisen dabei futsch gegangen. Eine der Eisenstangen beginnt stöhnend nachzugeben. Du legst deine ganze Kraft hinein und schließlich bricht die Stange knirschend aus ihrer Verankerung. Hinter dem nun aufgebrochenen Gitter führt ein dunkler Weg weit in die Burg hinein. Trübes Wasser fließt dir in einem kontinuierlichen Strom entgegen. Durchschwimmen. Du atmest tief ein, um den scharfen Gestank um dich herum vorzubeugen und gleitest nach vorne in den gefluteten Tunnel. Während du dich in die unheilverkündende Dunkelheit stürzt, geraten die Mauern bald außer Sicht. Als du weiter schwimmst, scheint Licht durch das trübe Wasser vor dir. Du zwingst dich weiter, um nach der Lichtwelt zu suchen, bis du plötzlich in eine kreisrunde Lücke
plötzlich in einer kreislosen Lücke im Tunnel stehst, einem Ausweg. Ja, wir haben es reingeschafft, ohne dass jemandem was passiert ist dabei. Und an dieser Stelle werden wir dann erstmal speichern. So, speichern. Das wäre jetzt Let's Play 005. Let's Play 005. Speichern. Achso, ich muss auf Speichern klicken. Und dann gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.